So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die Aufgabe von giftige Grünzunge angenommen und sind zur ehemaligen Freistadt des Agonias gereist und haben erfahren, dass diese Freistadt gesäubert wurde, weil es einige Verräter unter den eigenen Reihen gab. Und die Säuberung durfte seine alte Freundin Lyra durchführen. Beziehungsweise hat sie den Auftrag von der Schwarzen Hand bekommen, dies zu tun. Und wir haben 4 Erinnerungen miterleben dürfen, in denen Lyra ihre Brüder und Schwestern ermordet hat. Und dann ist sie zu der Gebetsstatue gegangen. Und dann kam die Sprecherin und es hat sie einfach nur interessiert, was sie gerade getan hat. Beziehungsweise, dass es doch nicht so einfach spurlos an Lyra vorbeigegangen ist. Und ja, dann hat Lyra noch einen weiteren Kontakt bekommen. Sie musste nämlich in Quatsch einen Primas Jonas irgendwie eliminieren, ermorden. Und diese Erinnerung wollen wir natürlich auch nochmal erleben. Deswegen reisen wir jetzt nach Quatsch. Und es ist aber immer noch nicht ganz so offiziell, ob Lyra wirklich der schwarze Drache ist oder ob sich dabei nur um ein, ja, nicht synonym für den schwarzen Drachen handelt, sondern ob der schwarze Drache einfach die Identität der ehemaligen Assassinen angenommen hat. Und ja, da bin ich auch ganz gespannt, ob sich jetzt herausstellt, wer Lyra wirklich ist, ob sie tot ist oder ob sie einfach eine andere Identität angenommen hat. Weil es kann natürlich auch sein, dass sie einfach überhaupt nicht damit einverstanden ist, beziehungsweise dass sie einfach jetzt gemerkt hat, dass die dunkle Kundschaft doch nicht das ist, was sie möchte und einen Hass entwickelt hat gegenüber der dunklen Bruderschaft und sich deswegen von ihr abgewandt hat. Kann ich es in dem Sinne nachvollziehen? Klar, giftige Grünzunge meinen, wenn er sie sehen sollte, dann mir wie eine Sturmschuppe. Okay, ich habe hier nichts damit zu tun. Weil giftige Grünzunge, Gottes Willen, möchte nämlich sofort die Verräterin eliminieren, obwohl ich sagen muss, ich kann es schon verstehen. Ich meine, wir haben ja sowieso jetzt nicht so eine emotionale Verbindung zu der dunklen Bruderschaft, weil das ist ja auch nicht gewöhnlich. Wir sollen ja kaltblütige Mörder sein, aber das kann ich einfach nicht. Ich muss trotzdem alle irgendwie immer in mein Herz schließen. Mirabelle habe ich auch nur ein paar Sekunden gekannt und trotzdem tat mir ihr Tod total leid und hat mich sehr mitgenommen. Deswegen kann ich da Lyra nachvollziehen, dass sie dann sagt, okay, du Bruderschaft, bis hierhin und nicht weiter. Und es ist jetzt meine Rache, dass ich meine eigenen Brüder und Schwestern töten muss und jetzt mit dieser Tat leben muss. Und mit dem Gewissen. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, dass hier der richtige Ort ist. Vielleicht ist das ein Überbleibsel davon, dass wir so viele Dämpfe eingeatmet haben. Ich habe nur noch genug Harz für ein paar wenige kostbare Sekunden. Hoffen wir darauf, dass ich bei diesem Ort richtig liege. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Dann atmet nun ein letztes Mal tief die Dämpfe des Harzes ein. Wollen wir sehen, ob wir das Schicksal meiner verlorenen Schwester Lyra ergründen können. Eine gebrochene Assassinin. Oder Assassine. Steck die Waffe weg, Kind. Wir haben viel zu besprechen. Ihr fühlt euch verloren. Ohne Ziel. Doch das Gegenteil trifft zu. Alles hat euch zu mir geführt. Ich sehe nur einen weiteren Zeugen, der für immer schweigen muss. Ich habe das Sakrament durchgeführt, das euch herführte. Nicht, weil Primas Jonas sterben musste, sondern weil Akatosh will, dass ihr euch uns anschließt. Euch anschließen? Ich verstehe nicht. Ihr müsst euch von der Leere abwenden und ins Licht treten. Schließt euch mir an und wir wandeln zusammen auf dem Pfad der Erlösung. Erlösung? Ich bin eine Mörderin. Für jemanden wie mich gibt es keine Erlösung. Unsinn, Kind. Akatosh vollbringt ständig weitaus mächtigere Wunder. Wir müssen eure Fähigkeiten nur in den Dienst des Drachengottes stellen. Werdet ein Schwert Akatoshs, mein schwarzer Drache, der die Dunkelheit des Bösen verbrennt. Ich... Ja, jetzt verstehe ich.
Ich stelle meine Klinge und mein Leben in den Dienst Akatoshs. Zeigt mir den Weg. Okay, also hat sie sich wirklich dem Orden der Stunde angeschlossen. Die Visionen lügen nicht. Die Dämpfe bestätigen meine schlimmsten Befürchtungen. Lyra hat die dunkle Bruderschaft verlassen und wurde zum schwarzen Drachen. Sie hat uns alle verraten. Ja, aber habt ihr nicht gesehen, was passiert ist? Was es mit einem Menschen eventuell macht, emotional? Ich weiß, ihr hattet gehofft, dass wir uns bezüglich Lyra getäuscht hätten. Lyra Viria starb an jenem Tag, als der schwarze Drache geboren wurde. Ganz wie es im Tagebuch stand. Meine Freundin ist tot. Es bleibt nur eine weitere Feindin der dunklen Bruderschaft. Eine Gegnerin, die durch meine Hand sterben wird. Es klingt, als würde der schwarze Drache Primas Artorius dienen. Und das sind Informationen, die Astara erhalten muss. Diener wie Herr müssen beide dafür in die Leere gestürzt werden, dass sie es gewagt haben, uns anzugehen. Ja, ich meine, es ist... Wir gehen zur Freistadt zurück und sagen Astara, was die Dämpfe uns offenbarten. Ich treffe euch dort. Alles klar. Ja, ja, gut. Ist halt auch nicht der richtige Weg, dann einfach fremde Personen zu töten, nur weil der Orden der Stunde das sagt. Ich meine, im Endeffekt ist diese Gesellschaft auch nicht besser als die dunkle Bruderschaft. Und viele mehr oder weniger unschuldige Personen müssen dafür ihr Leben lassen. Ich meine, ne, jedes Leben ist wertvoll, aber wenn man nur schlechte Taten verbracht hat im Leben, dann kann man es ja nachvollziehen, wenn da jemand den Tod möchte. Und dann tut es vielleicht einem auch nicht ganz so sehr leid, wenn man diesen dann zu Dietis schickt, aber... Das ist ja trotzdem nicht der richtige Weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es Astara aufnehmen wird, dass sie einfach mal so erfährt, so nebenbei, dass wir mal zur ehemaligen Freistadt gelaufen sind und uns Gefahren ausgesetzt haben, aber wir haben wertvolle Informationen bekommen. Natürlich weiß ich, wohin ihr wolltet, Giftzunge. Wenn ich etwas anderes geplant hätte, wäre aus euch schon längst eine Handtasche geworden. Sagt mir, was ihr aufgedeckt habt. Alle Beweise deuten auf einen Schluss hin. Lyra ist der schwarze Drache und sie arbeitet für Primas Artorius. Der schwarze Drache war eine von uns. Sie weiß, wie wir denken, wie wir handeln. Artorius setzt unsere eigene Waffe gegen uns ein. Gebt mir den Befehl, Matrone. Lasst es meine Klinge sein, die dem schwarzen Drachen ein Ende macht. Geduld, Bruder. Lasst mich die Folgen bedenken. Eure Verbindung mit Lyra könnte ein Vorteil in dieser Sache sein. Aber auch ein Nachteil. Ah, da kommt unsere Assassine. Ja, also was habt ihr denn zurück aus der Wildnis von Schwarzmarsch. Kommt, reden wir. Also müssen wir ganz ehrlich sagen, was ist das denn für eine Matrone? Ich stehe da schon seit 2 Minuten und jetzt... Ah, da seid ihr ja endlich. Ich habe euch gar nicht kommen sehen. Also entweder bin ich so eine gute Assassine, dass ich mich wirklich mit der Nacht oder mit der Dunkelheit verschmolzen habe. Oder die ist einfach nur... hat 2 Scheuklappen auf und sieht nur das, was sie halt vor ihren Augen sieht. Grüne Giftzunge hat mir Bericht über euren kleinen Ausflug erstattet. Was ihr entdeckt habt, zeigt uns, wie sehr uns die Vergangenheit bisweilen heimsuchen kann. Da es dabei um den Primas geht, werden Sprecher Terenus und die Schwarze Hand über unsere nächsten Schritte entscheiden. Seid ihr nicht wütend? Also vorhin sah ihr aus wie so ein wütendes kleines Kind, das nicht die Süßigkeit bekommt, was es möchte. Wir haben hier wirklich die Erlaubnis erhalten, zur ehemaligen Freistadt von Giftzunge zu reisen. Wäre euch eine Strafe lieber als Lob, Assassine? Lasst die Schwarze Hand entscheiden, wie wir diese gefährlichen Gewässer durchschiffen. Fürs Erste arbeitet ihr an euren Kontrakten. Auch schon wieder. Schärft eure Fähigkeiten. Bin der schwarze doch schon. Drache wird für ihre Vergehen büßen. Genau wie ihr Herr und Meister Artorius. Och nö, ich will jetzt nicht schon... Och, können wir nicht eine Ausnahme machen, Astara? Ich möchte gerne jetzt schon die nächste Aufgabe haben. Ich möchte nicht nochmal irgendwas machen. Ah, und danke übrigens für Sidis Scherbe, die habe ich jetzt schon zum 10. Mal erhalten. Ja, super, toll, cool. Übrigens, Astara, ich habe also in der ehemaligen Freistadt 2 wundervolle Dinge gesehen. Also zum einen möchte ich gerne so eine Gebetsstatue haben, auch in der Art und Weise, wie es bei der Freistadt gewesen ist. Also mit diesen 8 Armen und dann... Der eine Arm hält halt so den Kopf und der andere ein Schwert und guckt ganz grimmig. Ihr könnt auch gerne euer Gesicht dazu verwenden.
Und dann hätte ich gern noch, warte, ich muss nur kurz gucken, ob wir das auch schon haben. Ansonsten hätte ich dann gerne Skelette, die an der Decke herunterhängen, auch gerne mit Käfigen oder irgendeine Folterkammer, da hätte ich auch nichts einzuwenden. Ich bin ja so eine gute Assassinin, die beste Rekrutin, das heißt, wir haben genügend Gold dafür. So, das sind jetzt meine Forderungen. Oh, Tanik, euch geht's gut. Ihr habt doch nicht geglaubt, dass ich für immer in diesem Bett bleiben würde, oder, Neuklinge? Doch. Sobald ich wieder ganz bei Kräften bin, werden wir sehen, wer der bessere Assassine ist. Ich? Sieht doch außer Frage. Wenigstens habt ihr so eine Aushilfslaufbahn als... Was? Wenigstens habt ihr so eine Aushilfslaufbahn als Straßenschausteller. Hä? Was? Wie komme ich denn jetzt darauf? Ha! Das ist nicht schlecht, Neuklinge. Vielleicht habt ihr doch Sinn für Humor. Okay, also ich merke gerade, mit meinem Charakter habe ich nicht den gleichen Humor. Habt ihr schon erfahren, was hier los ist? Ich habe von Mirabelle gehört. Verdammte Schande. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich sie als Freundin betrachtet hätte, aber sie war Teil der Familie. Es klingt, als ob ihr und Giftzunge wenigstens endlich wissen würdet, mit wem wir es zu tun haben. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr sie getötet habt und die Dinge wieder ihren gewohnten Gang gehen. Ich frage mich trotzdem jedes Mal, wo ist Amelie Crowe? Wo ist die? Was ist mit ihr passiert? Hat sie es nicht geschafft? Wo ist die? Die war doch so total happy und total leidenschaftlich beim Morden dabei, also so wie sie geredet hat. Und jetzt finden wir die einfach nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, okay, entweder wurde sie erwischt und ist in den Kerker gelandet. Das kann natürlich auch sein, aber so an sich würde ich gerne mal wissen, was mit dir passiert ist. Die Lüge. So. Oh, sieh, schau, du bist so niedlich. Du bist der einzige Lichtblick in dieser dunklen Bruderschaft. Ich bin froh, dass ihr grüne Giftzunge begleitet und noch froher, dass ihr euch weit genug traut, um euch gefahren zu haben. Ihr ist immer so distanziert zu allen hier. Aber ihr habt irgendetwas an euch. Ich bin wunderschön. Ihr sorgt für Vertrauen und Zuversicht in anderen. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir auch. Ich hoffe, dass Elemtras es genauso sieht. Okay, dann haben wir denn hier niemanden, nur einen Kerzenständer, Halter. So. Hier haben wir Astara. Können wir mit ihr reden? Bis wir von der Schwarzen Hand gehört haben, gibt es nur wenig, was wir wegen Artorius oder dem Schwarzen Drachen unternehmen können. Erledigt eure Kontrakte, bis ich vom Sprecher höre, Assassine. Ja, ich möchte nicht Astara. Ich möchte immer noch nicht. Ich möchte lieber irgendwelche Aufgaben von meinen Brüdern und Schwestern nehmen. Es klingt, als hättet ihr und Giftzunge ein richtiges Abenteuer erlebt. Der Schwarze Drache war also eine von uns, was? Das ergibt irgendwie Sinn, wenn man bedenkt, wie leicht sie uns niedergemacht hat. Verdammt! Noch ein Grund mehr, sie auszuweiden wie ein Schwein! Genau. Schweig still, dir Blasserin. Boah, ja, hier weniger auffälliger, ja, komm. Aber trotzdem ist es traurig. Wir haben so viele Sitzplätze und wir sind nur gefühlt zu fünft in dieser dunklen Bruderschaft. Wo ist denn eigentlich Prima? Hat die wieder irgendwas zu meckern? Die ist auch immer ganz leidenschaftlich dabei. Ich drücke meinen Dank nicht oft aus, aber ihr habt euch diese Worte verdient. Als ihr hier eintraft, traute ich euch anfangs nicht. Ach, der wird bestimmt auch sterben. Ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, ich müsste euch schon bald töten. Stattdessen umarme ich euch nun als Schwester. Also, wenn er stirbt, bin ich ganz sauer. Also das wird sich dann nicht für gut heißen. Ich sehe, unsere Familie ist wieder gewachsen. Ja, plus gut, eins. Gut. Aber achtet auf eure Worte. Unsere Verbindung zur Familie ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Und es wäre mir lieber, wenn das so bleibt. Ja, alles gut. Ich bin die letzte Person, die hier das ausplaudert, wie der Vanus Galerios. Ich sag nur, hier die schwarze Schmiede. Das weiß jetzt schon ganz Tamriel. Prima. So, dann mal Elemtras. Hallo? Hallo? Haben wir hier noch mit irgendjemanden, mit dem wir reden können? Ach, da war ja Prima. Und wir haben hier da gar nicht mehr zur Auswahl. So viel Gejammer wegen ein paar toter Bruderschaftsmitglieder. Es ist recht einfach. Sie sind gescheitert. Warum trauern wir um ihre Schwäche? Ja, ich schub's euch hier gleich ins Wasser rein, ne?
hier ist sonst noch irgendwas, wie man spricht. Oh, eine Fledermaus. Nee, Wusa. Man hat euch eine heilige Pflicht auf. Ja, heilige Pflicht. Ja, ich glaub's auch. Also, wenn dann rauskommt, dass ich ja meine eigenen Brüder und Schwestern töten muss, dann bin ich ja ganz raus, ne? Also, das mache ich dann nicht. Also, dann werden die dummen Bruderschaft nie irgendwie abschließen, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Kann ich mir nicht vorstellen, aber... Oh, worst case. Also, dann höre ich auf mit TSO. Ja, gut. So, supidupi. Das heißt, ich darf jetzt wieder einen weiteren Rang aufsteigen. Ich freue mich wirklich wie so ein kleines Schnitzel. Das heißt... Ach, oh, das heißt, in 2 Tagen oder so habe ich dann Rang 7. Mir kommen da eigentlich nur total schleppend voran, der dumme Bruder. Ich hoffe, das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber naja, auf jeden Fall, wir werden uns irgendwann mal hier wieder treffen, wenn ich soweit Rang 7 bin und wir dann höchstwahrscheinlich Jagd auf den Artorius und auf den schwarzen Drachen machen. Ich hoffe nicht, dass grüne Giftzunge uns irgendwie damit seinem Ableben begehrt und ja, hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Ist ein bisschen kürzer als die anderen, aber wenn es leider nichts weiter zu tun gibt, dann muss ich die Folge auch nicht irgendwie noch in die Länge strecken. Ja, und ich hoffe, dass ihr dann irgendwann wieder mal mit dabei sein werdet, wenn es weitergeht bei der dunklen Bruderschaft.